Ja, also wie gesagt, die letzte Case Study. Ich bin froh, sind ein paar da, die nicht nur arbeiten, sondern auch noch zuhören. Aber gut. Ja, kurz zu uns. Was sind wir? Wir sind eine Internetplattform, soziales Netzwerk. Der ein oder andere mag es vielleicht kennen. Bei uns kann man ab 14 Jahre mitmachen und wir sind natürlich kostenlos, weil wir sind kein kommerzielles Produkt im Sinne von Business-Netzwerk oder sonstiges, sondern es ist einfach nur für den Spaß. Technisch gesehen ist es so, dass wir 2006 gegründet worden sind als Studentenprojekt, irgendwann dann von RTL gekauft worden sind, mittlerweile über 9 Millionen Mitglieder haben, 9,6 müssten es ungefähr jetzt gerade sein. Wir sind ungefähr bei 80 Mitarbeitern, das schwankt immer ein bisschen. Wir haben einen User Support in-house, der von Studenten besetzt ist und dadurch ist das immer so mal plus 10, minus 10, je nachdem, wie das Semester gerade steht. Und um halt so eine kleine Hausmarke zu haben, wir sind bei 6,3 Millionen Unique Users pro Monat. Ja, und wir sitzen in Köln. Kurz zu mir, mein Name ist Jan Doberstein, ich bin Systemadministrator bei Wer kennt wen, kümmere mich um die Überwachung und den Betrieb der ganzen Plattform. Weil ich mich aber auch um die Weiterentwicklung kümmere und wir eh sehr agil arbeiten, hat sich bei uns eingebürgert, dass wir den neuen schönen Begriff DevOps verwenden. Nur als kleiner Hinweis auf das, was auch noch kommt, weil das verwenden wir natürlich auch in unserem Monitoring. Aber kurz zur Geschichte, wie es einmal gewesen ist bei uns. Das heißt, als die Firma gegründet worden ist, war natürlich die Produktentwicklung im Vordergrund. Das war das Wichtigste, erstmal das Produkt voranzutreiben, dafür zu sorgen, dass eine Markteinführung stattfindet, dass immer mehr Benutzer auf die Plattform kommen, dass Umsatz generiert wird, Umsatz, mit dem neue Hardware gekauft werden konnte, weil der Wachstum gerade am Anfang war ziemlich rapide und wir mussten sehr schnell sehr, sehr viel Hardware dazu holen. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie haben wir das eigentlich gemonitort? Eigentlich recht simpel. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht dabei, aber die Kollegen, die damals dabei waren, haben quasi geschaut, was gibt es eigentlich so? Was gibt es in der Open-Source-Welt? Was ist bei der Distribution, die eingesetzt wird, eigentlich dabei? Und zu dem Zeitpunkt, Anfang 2007, gab es eigentlich nur eine Antwort. Und das war Nagios, erstmal um zu prüfen, ob die ganzen Server, die mittlerweile da waren, überhaupt noch am Leben sind. Was natürlich sehr, sehr wichtig war oder immer noch auch ist, einer der Hauptmerkmale bei unserem Monitoring ist das Graphing. Das heißt, für uns ist es eigentlich viel, viel wichtiger, was für Werte bestimmte Applikationsbereiche liefern. Das heißt, wie schnell sind Funktionen abgelaufen, wie lange hat es gedauert, bis ein Bild-Upload fertig war oder bis eine Bildkonvertierung stattgefunden hat. Um so ein schönes Wort zu sagen, das sind unsere KPIs, die uns wichtig sind. Eigentlich wollen wir auf die viel, viel eher monitoren. Aber grundsätzlich kann man sagen, wir hatten auf einmal ein Monitoring. Es war halt da. Es ist nichts Schönes gewesen, aber es hat funktioniert und es hat uns geholfen. Es hat uns geholfen, vor allen Dingen auch einen rasanten Wachstum hinzulegen. Hier nochmal ein paar Zahlen. Also zur Erinnerung, wir sind im Oktober 2006 angefangen und im Dezember 2007 hatten wir schon 1 Million User. Und hier sieht man dazu dann die Wachstumskurve an Servern. Ist ein bisschen unüblich, dass die Zeitachse hier stehend ist, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem lesen. Das sieht man halt sehr schön, in welchen Intervallen wir serverbasiert wachsen mussten, halt in einhergehend mit der Anzahl der User. Wobei, wenn ich jetzt auf die nächste Folie komme, es natürlich so ist, dass wir von der Struktur, glaube ich, etwas anders aufgestellt sind als die meisten Firmen. Ich weiß nicht, wer Erfahrung hat mit großen Webseiten, die unter Hochlast arbeiten müssen. Deswegen habe ich das mal so vorbereitet, um das mal so ansatzweise zu erklären, jedenfalls, wie wir dafür sorgen, dass wir eben mehrere Milliarden PIs am Tag verarbeiten können. Das System ist so, dass grundsätzlich die Webseite werkentwen.de aufgerufen wird und dann erstmal drei Webserverfarmen integriert sind. Die eine kümmert sich um die Auslieferung von Bildern, hier als Media dargestellt. Dann gibt es eine Webserverfarm, die sich darum kümmert, statische Inhalte auszuliefern.
Das heißt, sie ist hochoptimiert darauf, JavaScript- und CSS-Dateien auszuliefern. Und es gibt einen großen Clusterbereich, auf dem unsere Webserver oder auf dem unsere Applikation an sich läuft. Unsere Applikation ist in PHP geschrieben, Zend Framework und dementsprechend Apache mit Mod PHP. Wir sind nicht stolz drauf, aber es funktioniert. Dahinter gestaltet natürlich dann Caching, damit die Datenbank überhaupt das Ganze überleben kann. In unserem Fall ist es Memcache. Wir haben eine in Java geschriebene Middleware, die die Kontaktpfadberechnung macht. Soziales Netzwerk ist eines der wichtigsten Features. Woher kenne ich den oder woher könnte ich ihn vielleicht kennen? Das passiert bei uns dediziert. Ja, und wir haben eine Storage-Lösung uns mittlerweile eingekauft zur Lagerung unserer Milliarden von Bildern. Aber das ist heute nicht Thema. Hier könnte man auch noch eine eigene Case-Study zu machen. Ja, und nochmal kurz als Datenbank setzen wir Multinode, Master, Master, MySQL-Datenbanken ein. Also wir haben etwas über 200 Datenbankserver, die im Master-Master-Replikation in Multinode-Konfiguration laufen, nur um eine Hausnummer zu haben. Ja, bevor wir die Evolution gestartet haben, haben wir im Aufbau gesehen, dass wir ungefähr 55 Messpunkte in der Sekunde gehabt haben. Das waren Messpunkte, die zusammengefasst sowohl Graphen geliefert haben, als auch den Health-Status des Systems geprüft haben. Das heißt, es waren zusammengefasst die Checks, die Nagias und Kakti zusammen gemacht haben. Teilweise haben sie die doppelt getan, was einfach auch daraus resultiert war, wir sind immer relativ zu wenig Mitarbeiter. Das heißt, es hat sich nie jemand hingesetzt und hat geguckt, wie kann ich die Performance-Daten, die der Nagios misst, vielleicht auch irgendwie in Kakti reinbringen oder so. Aber grundsätzlich waren wir eh nicht zufrieden damit. Aus unserer Sicht ist Kakti halt super monolithisch. Man kann nicht wirklich vertikal skalieren. Gerade für uns, die wir eigentlich täglich neue Ideen für Graphen aus der Applikation haben oder so, ist es natürlich so, dass wir sehr viel Arbeit da rein investieren, neue Messpunkte im Kakti zu schaffen, die darzustellen, und haben dann doch das Problem, dass die Kombination der einzelnen Metriken, die wir haben, kaum möglich ist. Nagios ist immer noch plain vanilla Nagios, das was bei Debian dabei ist, einfach auch aus dem Grund, wir haben nicht wirklich Zeit, uns mit mehr zu beschäftigen. Wir würden gerne, ich habe jetzt in den letzten zwei Tagen ziemlich viel Input gekriegt und ich glaube, das wird das nächste Projekt sein, irgendwie da was zu tun, aber grundsätzlich hat sich da eh was geändert. Kurz, ich denke, jeder kennt Kakti, oder? Vom Grundsatz her ist es so, Kakti hat ein Polling-Modell, das heißt, es gibt ein Poller-Skript, was dafür sorgt, dass die Messpunkte, die es angegeben hat, sequenziell abgearbeitet werden. Das bedeutet, in unserem Fall mit weit über 8000 Messpunkten im Kakti werden alle 5 Minuten läuft ein Poller los, der diese 8000 Messpunkte einsammelt, irgendwie in eine ERD-Datenbank reinschreibt und sich zwischendurch teilweise halt die Daten holt, die der Nagios eh schon weiß, nämlich ist das System da, welche Last hat das System etc. pp. Aber grundsätzlich ist halt zu sagen, es wird sequenziell abgearbeitet, dadurch, dass wir auch Performance-Daten aus der Plattform brauchen. Also das heißt, für uns ist interessant, wie lange hat es gedauert, dass mein User sich einloggen kann? Wie lange hat es gedauert, dass ich mir eine Galerie anschauen konnte, die 8000 Bilder hat? Also wie lange hat der Zusammenbau der Seite gedauert? Das sind alles auch wiederum für uns KPIs, die wichtig waren. Und die wir vor allen Dingen auch eigentlich im täglichen Überblick minutengenau brauchen. Weil für uns ist es nicht unbedingt immer interessant, wie viele unserer Webserver in der kompletten Farm gerade nicht funktionieren. Solange wir die Performance an die User ausliefern können, ist uns das egal, ob gerade 20 weg sind oder nicht. Die können wir auch im Nachgang. Also da, die 20, die weg sind, da haben wir 10, 15 Minuten Zeit zu reagieren. Vielleicht auch 2 Stunden, je nachdem, was halt gerade los ist. Aber solange die Performance für die User stimmt, ist uns das egal. Stimmt die Performance nicht mehr, müssen wir sofort reagieren und irgendwie für Ausgleich sorgen, indem wir Funktionen abschalten oder halt Spare-Hardware sofort mit reinnehmen.
Wir haben halt einen anderen Ansatz für uns. Wir haben halt eigentlich immer die Sicht aus User-Seite auf die Plattform und müssen halt wissen, was verändert sich aus Sicht der User. Also es ist nicht unbedingt so, dass wir sagen, uns interessiert, wie erreichbar Bare Metal ist, sondern uns ist wichtig zu wissen, was sieht der User oder wie lange brauchen bestimmte Aktionen für den User. Aber grundsätzlich beim Bare Metal beobachten kann es natürlich sein, dass wenn der Kakti überlastet ist, weil er eben sequenziell abarbeitet, dass es zu Messlücken kommt. Und das heißt, wir haben Graphen, die eigentlich unbenutzbar sind. Der Graph liefert mir keine Informationen. Ich bin blind an vielen Stellen. Ich habe außerdem das 5-Minuten-Intervall und die Auflösung ist scheiße. Also aus meiner Sicht, ich kann es nicht benutzen. Das andere ist halt, wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben etwas, was wir modellgetriebene Metriken nennen. Das ist ein Auszug aus einer Datenbank von uns, eine Fotodatenbank, also in der wir Informationen zu einem Foto abspeichern, in der wir festhalten, welchem User gehört das, Privacy Settings von diesem Bild, welchen Status hat das Ganze, dürfen andere sich das angucken, etc. pp. Jetzt ist es so, wir haben von dieser Datenbank insgesamt 12 Partitionen gerade. 12 Partitionen mit 1,8 Millionen Einträgen. Das braucht ein bisschen zur Auswertung. Das haben wir uns auch vor allen Dingen mal angeguckt. Das ist jetzt die Auswertung auf den Status von dieser Datenbank. Und wie zu sehen, wir haben 36 Minuten für die Sortierung nach dem Status. Deswegen 36 Minuten, weil wir natürlich unsere Datenbank darauf optimiert haben, dem User das beste Ergebnis zu liefern und nicht unserem Monitoring das beste Ergebnis zu liefern, weil das ist ja uninteressant. Das ist ja so das Abfallprodukt für den User auf jeden Fall. Nur um, dass man vielleicht nicht denkt, da haben wir irgendeine krupplige VM oder so für benutzt. Für diese Auswertung, die über eine halbe Stunde gedauert hat, haben wir eine DL380 benutzt mit maximaler Ausstattung, die wir so bei uns im Fuhrpark haben, unten drunter für nicht alle zu sehen. Also DL380, 8 Cores, 32 GB Arbeitsspeicher und MySQL 5.0.9.2 in dem Fall gerade. Ja, aber das wichtigste Manko, was wir auch noch für uns haben, wir haben auch jede Menge nicht persistente Daten. Das heißt, wir haben Informationen, die eigentlich in keiner Datenbank stehen, die uns aber interessieren. Also das heißt, wie hat sich ein Benutzer bei uns auf der Plattform verhalten? Oder es gibt auch Dinge, die müssen wir löschen, wenn der Benutzer sie löscht. Das heißt, meine Fotoinformationen, die können wir speichern. Da gibt es kein Problem mit dem Datenschutz, mit dem Deutschen. Löscht sich aber ein Benutzer, haben wir ein Problem, dass wir eine leere Referenz haben und dementsprechend die ganzen leeren Referenzen eigentlich auch wieder weglöschen müssen. Und damit verfälscht sich die Statistik, die man vorher aus einer Datenbank hätte ziehen können. Das heißt, wir haben einfach wirklich das Problem, Dinge permanent über Zeit zu messen, weil wir sie nur messen können in dem Moment, wo sie auftreten. Das heißt, in dem Moment, wo ein Benutzer Teile der Webseite besucht, das heißt, wenn er Nachrichten an Freunde schreibt oder so, können wir das zwar festhalten, dass er dies getan hat, aber in einer großen Datenbank, aber das ist halt auch super ineffizient und wir müssten jede Menge mehr Datenbanken haben. Also haben wir uns, oder versuchen wir natürlich, so viel wie möglich in Metriken zu speichern, weil eine RRD-Datei oder in unserem Fall jetzt halt das, was wir uns ausgedacht haben, ist natürlich wesentlich effizienter, als immer eine Datenbankzeile dafür zu verschwenden, dass irgendwas passiert ist. Ja, also wie gesagt, unser Workflow ist fehleranfällig. Wir haben Continuous Integration, das heißt, wir als SysOps haben nicht immer Zugriff oder haben nicht immer Einfluss auf das, was die Entwickler tun. Wenn die Entwickler ein neues Feature haben, weil das Produkt sagt, dieses Feature geht jetzt live oder es muss live gehen, weil es der Adventskalender ist, jetzt ist der erste morgen, also muss das Feature live gehen, egal was passiert, bringen die das natürlich live. Um bei dem Beispiel mit dem Adventskalender zu bleiben, wir haben einen Adventskalender bei uns auf der Webseite. Egal, zu jeder Jahreszeit braucht man sowas als Social Network, das ist essentiell. Und auf jeden Fall ist es so, dass es natürlich dafür auch Werte gibt, die gemessen werden. Das heißt, der Entwickler sagt einem SysOp, übrigens ab morgen gibt es auf der API der Applikation
folgende neue Information. Bitte bau da einen Graphen draus. Das ist halt nicht effizient. Vor allen Dingen ist es so, dass der Entwickler dran denken muss, dem Sys auch Bescheid zu sagen und nicht erst, wenn der Timer heute Nacht um 12 anläuft, wird dann morgen früh um 8 festgestellt. Ja, leider wissen wir nicht, wie viele Leute da drauf geklickt haben, weil niemand diesen Graph gebaut hat. Also das sind alles so Dinge, die nicht dazugeführt haben. Also grundsätzlich, wir haben ein Problem. Wir haben nämlich das Problem mit traditionellen Mitteln oder mit dem, was man so irgendwie kennt, können wir nicht das messen, was wir messen müssen, um weiterzuarbeiten, wie wir es wollen. Also mussten wir einen Schritt in der Evolution machen. Wir mussten die Tools, die wir für unsere Applikation benutzen, adaptieren, um unser Monitoring mit diesen Tools zu nutzen. Hört sich jetzt super nach einer Verkaufsfolie an, aber es musste halt schnell sein. Wir wollten Realzeit haben. Es musste dynamisch sein, weil jeder Entwickler sollte eigentlich sofort instantly einen Graph erzeugen können. Und natürlich stabil, weil ein SysOp hat was anderes zu tun, als immer wieder einen Daemon zu starten, der instabil ist. Und wir haben es Grokstar getauft. Komme ich jetzt gleich zu, warum so ein komischer Name. Erklärt sich eigentlich mit den Tools, die wir dafür nutzen. Zwar, wir benutzen Graphite für die Speicherung von Metriken, für die Speicherung und für die Darstellung in Teilen, aber grundsätzlich erstmal. Wir benutzen Rocksteady, eine auf ESPA basierende Middleware in Java geschrieben, die aufgrund von Metriken neue Metriken erzeugen kann, beziehungsweise Aktionen ausführen kann. Komme ich gleich auch noch genauer zu. Und wir benutzen StatsD. Das ist eine kleine, in JavaScript geschriebene Applikation, die unter Node läuft, die einfach nichts anderes macht, als massiv viele Daten entgegenzunehmen, ein bisschen zu aggregieren und zum Graphite zu schicken. Die tolle neue Architektur, die wir jetzt haben, lässt sich damit am besten zusammenfassen, dass man sagen kann, alles ist ein Event. Das heißt, alles, egal, die Applikation, jeder Server, jedes Skript, alles erzeugt ein Event. Der Event wandert entweder über eine Queue in das Graphing-System bzw. in die Auswertung oder er wandert via UDP in eine Aggregation hinein, die dann nachher gebündelt geschrieben wird. Aggregation deswegen, weil wir für UDP Dinge verwenden, die einfach sehr schnell sich ändern. Das heißt, via UDP werden zum Beispiel Klicks auf bestimmte Teilbereiche der Webseite gemessen. Es wird gemessen, wie natürlich auch die Serverlast etc. pp. Das läuft alles über UDP, weil es nicht ganz so wichtig ist und minütlich bis halbe oder bis 30 sekündlich geschickt wird. Aber wir haben auch Teilbereiche auf der Webseite, wo es interessant ist, wie oft hat der Benutzer auf seine eigene Seite geklickt oder so. Das heißt, da können durchaus mehrere tausend UDP-Pakete innerhalb von einer Sekunde, 10 Sekunden zusammenkommen. Das Ganze wird halt generiert durch den StatsD, damit der Graphite hinten die Chance hat, das überhaupt zu verarbeiten. Beziehungsweise der StatsD bietet halt auch die Möglichkeit, Sachen zu machen, wie die 95%-Grenze automatisch zu errechnen im Minutenintervall aus den hereinkommenden Paketen. Ja, TCP oder beziehungsweise über die Queue, die bei uns RabbitMQ ist, einfach weil wir es kennen, wird halt für alles eingesetzt, was uns Geld bringt, kostet oder was sehr, sehr wichtig ist. Also das heißt, jede Ad-Impression bei uns wandert über die, oder jede Information darüber wandert in die RabbitMQ hinein, wird sowohl vom Graphite ausgelesen, als auch von der Middleware weiterverarbeitet. Wie gerade schon gesagt, zur Speicherung setzen wir Graphite ein, auch Graphites eigene Engine. Und das bedeutet, wir haben nicht, wie die meisten wahrscheinlich, RRD oder eine Datenbank hinten dran hängen, sondern wir haben das System, was sich Whisper nennt, was wir einsetzen. Das ist von den Machern von Graphite selbst entwickeltes System.
Es bietet den ganz, ganz großen Vorteil, den ich ja auch explizit hervorgehoben habe, dass es patternbasiert die Retention-Zeit, also die Menge der Messpunkte pro Sekunde, die gespeichert werden, einstellbar sind. Bisschen verwirrt gesagt, also in dem Beispiel ist es so, dass wir halt für 6 Stunden 10 Sekunden genaue Informationen haben, für eine Woche 1 Minute genaue Informationen und für 5 Jahre 10 Minuten genaue Informationen speichern. Jetzt denkt man natürlich, das könnte eine ziemliche Datenmenge werden, aber das sind ungefähr 3,2 MB auf der Platte, die das belegt. Also ist auch relativ ressourcenschonend. Ja, die Business-Logik, das war für uns einer der Hauptmotivatoren eigentlich, das Ganze so zu bauen, wie wir es gebaut haben. Die Business-Logik, wie gesagt, in Java geschrieben. Ich weiß nicht, gibt es jemanden, der das nicht versteht, was da passiert? Oder der es nicht lesen kann? Gut. Es ist so, dass eine SQL-ähnliche Syntax vorhanden ist, mit der sich die Middleware auf den Stream an Metriken hängt. Das bedeutet in dem Fall ein einfacher Select auf den Stream, der danach schaut, wie viel oder der halt zählt, wie viel Income drin ist. Also das heißt, Income ist eine Metrik, die einfach immer ein Zahlenwert enthält und der wird halt geprüft. Trifft das Ganze ein, findet eine Aktion statt, in dem Fall halt ein SMS-Alert. Kurz das Ganze auch nochmal für alle, die nicht Java-Firmen sind, als Diagramm dargestellt. Das heißt, der Rocksteady hängt an der Queue, lauscht auf das, was da an Informationen reinkommt, wertet das Ganze aus und führt eine Aktion daraufhin aus. Ja, StatsD für die Aggregation. Ich finde, der Satz, den diejenigen, die es gebaut haben, es war Etsy, also eine Plattform zum Vertreiben von selbst hergestellten Produkten aus den USA, die einen sehr ähnlichen Ansatz wie wir verfolgen, spricht eigentlich schon für sich. Es ist, man kann auch nicht viel zu erklären, außer die Funktionsweise an sich. Aber ich denke, jeder, der sich mit Metrik-Aggregierungen beschäftigt oder so, wird irgendwann beim StatsD landen, weil das im Moment State of the Art ist, sag ich mal. Ja, zur Darstellung, Graphite. Graphite ist, bietet die Möglichkeit an, dass sämtliche Metriken, die im System vorhanden sind, als Baum dargestellt werden. Das Ganze passiert vollkommen dynamisch, das heißt, in dem Moment, wo neue Metriken reinkommen, ich einen Reload mache oder in dem Baum mich bewege, verändert sich der Baum und die neuen Metriken erscheinen. Ich kann sehr komplexe mathematische Funktionen auf die Metriken ausführen und habe damit die Möglichkeit, wirklich jede Information, die als Metrik vorhanden ist, mit jeder anderen Information zu kombinieren und quasi KPIs, die man hat, Entschuldigung, mir fällt kein anderes Wort dafür ein gerade, auch zu überwachen. Also das heißt, oder besser gesagt, für die Geschäftsleitung den passenden Bericht zu machen, den passenden vielleicht, um zu belegen, dass man aufgrund der Menge der User, die sich gerade auf der Plattform befindet, unbedingt noch 50 neue Server braucht oder irgendwie sowas. Also man kann sich halt, wie gesagt, sämtliche Informationen, die im System vorhanden sind, miteinander kombinieren. Das Gute bei Graphite ist, man kann auch historische Daten aus RAID-Quellen importieren. Beziehungsweise nicht importieren, sondern es gibt eine Stelle, an der man sie ablegen kann und sie werden einfach eingelesen und sind genauso im Baum auch vorhanden. Das war halt für uns einer der Gründe, warum wir den Schritt überhaupt gewagt haben, von RAID wegzugehen und einen anderen Weg zu gehen, weil wir eben die Möglichkeit hatten, unsere historischen Daten, die wir schon hatten, die über 5 Jahre angesammelt worden sind, dass die halt nicht im Orkus verschwinden, sondern immer noch vorhanden sind. Ja, die Oberfläche ist natürlich nicht sehr schön, man klickt sich da durch, man muss auf jeden Graph, den man haben will, einzeln die mathematischen Funktionen ausführen. Man kann das Ganze zwar als Template speichern, aber an sich, man hat nicht wirklich ein Dashboard, was ansprechend ist oder geschweige denn etwas, was man einem Entwickler geben kann. Das ist für mich als SysOp finde ich das super. Ich kann, wie gesagt, alles kombinieren, aber der Entwickler, der hat keinen Bock darauf.
Der Entwickler ist natürlich froh, wenn er eine API hat. Wir haben bei uns es so gelöst, dass jeder sein eigenes Dashboard hat, wo er die für ihn wichtigen Informationen darstellen kann. Mir wurde leider nicht erlaubt, das live vorzuführen, wie das aus meiner Sicht aussieht. Tut mir leid. Muss reichen, dass es wirklich geht. Also die Integration in OpsView ist möglich. Es gibt eine URL, die man aufruft und man bekommt einen Graph zurück. Das Besondere dabei ist, man kann an dieser URL noch anhängen, den Parameter raw gleich yes und bekommt die Zahlen zurück, aus denen dieser Graph erstellt worden wäre. Das bedeutet im Umkehrschluss, man könnte auch Nagios-Checks darauf ausführen, weil man ruft die URL auf und kann einfach sagen, dass man die Zahlenwerte haben will, die kann ich natürlich im Nagios prüfen. Bei einem Bild ist es nicht unbedingt möglich. Aber so ist natürlich der Rückschluss quasi möglich, dass man das wiederum integrieren könnte. Grundsätzlich haben unsere Entwickler erstmal eine kleine Party gefeiert, als wir gesagt haben, das System ist da. Und warum, das zeige ich jetzt. Also grundsätzlich hatte ich ja schon gesagt, wir haben eine PHP-Applikation, die gibt es jemanden, der kein PHP lesen kann oder das nicht versteht, was da ist? Dann erkläre ich es nämlich genauer. Soll ich es genauer erklären? Okay, gar kein Problem. Also wir haben grundsätzlich eine Funktion, die aufgerufen wird, die eine Aktion macht. In dem Fall geht es bei uns um die Attachments, das heißt, wir haben Statusnachrichten, an die man etwas anhängen kann. In dieser Funktion wird irgendwann WKW-Metric aufgerufen. Das heißt, es wird dafür gesorgt, dass eine Metric erzeugt wird mit einem bestimmten Namen und es wird quasi ein Count übertragen. Das Ganze geht natürlich aus jeder Funktion heraus. Also das heißt, grundsätzlich kann jeder Entwickler innerhalb jeder Funktion instantly eine neue Metrik erzeugen, beziehungsweise auch damit einen neuen Graph. Also das heißt, jedem Entwickler ist die Möglichkeit gegeben, seine Funktion oder seine gesamten Bereiche der Webseite, die er gebaut hat, selbstständig zu monitoren, ohne dass ein SysOp involviert ist und, wie gesagt, instantly, nahezu Echtzeit. Sobald es live genommen ist, ist diese Metrik da. Man kann, also ich habe in diesem Beispiel jetzt nur den Count gewählt, also das heißt, es wird nur immer wieder der Counter erhöht, weil diese Funktion aufgerufen worden ist. Das Interessante ist aber, man kann auch Zeitwerte übergeben. Das heißt, nicht nur der Count, wie oft diese Funktion aufgerufen worden ist, wird dargestellt, sondern auch der Zeitwert, wie lange zum Beispiel eine Funktion gebraucht hat, wie lange die Bildkonvertierung benötigt hat und so. Das wird alles eingeliefert, gespeichert als Metrik. In PHP ist es natürlich möglich, dynamische Metriken zu erzeugen. Über die Funktion Method ist es halt möglich, einfach die Methode, die das Ganze aufgerufen hat, einzusetzen. Und es ist halt immer leichter für die Entwickler, Daten zu erzeugen, zu belegen, wie effektiv oder wie uneffektiv ihr geschriebener Code gewesen ist. Was, wie gesagt, für sehr viel Spaß gesorgt hat. Jedenfalls auch für Entsetzen. Ja, aber ich bin ja kein Entwickler, also nicht wirklich. Ich bin SysOp, das heißt, ich habe mir das System natürlich so gebaut, dass es auch den einfachsten Weg des SysOps gibt, Daten da reinzupumpen. Der einfachste Weg ist über die Bash. Ich baue ein Echo zusammen, gebe ein Echo aus, setze ein paar dynamische Variablen, führe das via DSH, Fabric oder sonst wie auf der kompletten Clusterfarm aus und habe von jedem Server, den wir haben, via Netcat übertragen eine Metrik im System. Das Ganze könnte dann zum Beispiel so aussehen. Das heißt, ich habe jetzt in dem Beispiel von 3 Servern die Login-Kurve an wie viele User eingeloggt sind, einfach mal zeichnen lassen über einen kurzen Zeitraum. Aber wäre ja doof, wenn ich alle
Systeminformationen, die wir haben, auf diese Art und Weise einbringen müsste. Ich hätte nichts gewonnen, weil ich müsste ja eigentlich dauernd via cron an den Skript laufen lassen oder ich müsste per DSH automatisch dafür sorgen, dass das halt irgendwie ausgeführt wird, dass es reingepusht wird. Also hat man geguckt oder habe ich geguckt, was gibt es denn alles für Möglichkeiten? Wir benutzen bei uns Puppet zum Rollout aller Systeme. Das heißt, auch alle Systemänderungen werden in Puppet eingepflegt. Eigentlich der Traum eines jeden Sysadmins. Ich habe ein Konfigurations-Git, in dem ich alle meine Informationen drin habe und ich weiß genau in dem Moment, wo ich ins Production reinmerge, ein paar Minuten später haben alle Server die Konfiguration. Das ist das, was man haben will. Und das ist vor allen Dingen auch der Punkt, wo wir dann angesetzt haben. Wir haben uns dafür entschieden, dass am Anfang der Datenlieferant Moonin ist. Moonin ist auch ein Graphing, also ein Moonin-Node, um genau zu sein. Moonin-Nodes bieten den großen Vorteil, dass sie sehr einfach zu erweitern sind über Skripte. Das heißt, es läuft ein kleiner Daemon, der Skripte ausführen kann, die wiederum Metriken zurückliefern. Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber das ganze System funktioniert äußerst performant. Dann gibt es einen Daemon, der diese Informationen, die der Moonin eigentlich nur passiv seinem, also der Moonin-Node, nur passiv seinem Master zur Verfügung stellt, der das pollen müsste. So haben wir einen kleinen in Ruby geschriebenen Daemon, der lokal auf jedem Server läuft, der diese Informationen minütlich einsammelt über das System und die dann pusht in den StatsD. Wie gesagt, wir haben Puppet und können so innerhalb von Minuten neue Informationen, die wir irgendwie aus dem System brauchen, die nicht aus der Applikation kommen, die auch nicht über die Applikation erzeugt werden können, machen wir es auf diese Art und Weise. Natürlich, nicht alles ist irgendwie via Puppet messbar. Wir haben durchaus Backup-Skripte, Housekeeping etc. pp. Das geht natürlich den traditionellen Weg über cron-Output, der via UDP, Echo, Netcat die Informationen einliefern kann. Ein Ansatz, den wir jetzt noch probieren wollen, der aber noch nicht so ist, dass wir ihn irgendwie live nutzen würden, ist, dass wir ein System wie Logstash benutzen. Ich weiß nicht, wer das Ganze kennt. Das ist ein Java-Daemon, der die Möglichkeit bietet, Logfiles zentral über Elasticsearch durchsuchbar zu machen und auch Metriken daraus zu erzeugen. Wie schon gesagt, wir leben ziemlich an der Grenze dessen, was irgendwie gerade produktiv einsetzbar ist. Deswegen auch DevOps, weil alles, was wir irgendwie in der Entwicklung benutzen, versuchen wir als SysOps natürlich auch zu adaptieren und für uns einzusetzen. Naja, also wie gesagt, StatsD aggregiert die Information, schickt die minütlich an den Graphite ein. Das Ganze, wir haben über 500 Server, ist natürlich nicht gerade performant, wenn es auf ein oder zwei Servern läuft. Das Schöne ist, beide Systeme lassen sich sehr, sehr einfach skalieren. Beim StatsD stelle ich einfach weitere dazu, mache einen DNS-Round-Robin oder setze einen Load-Balancer davor, je nachdem, wie wichtig einem das Ganze ist, und das skaliert. Graphite an sich kann das Ganze schon. Das heißt, ich baue einen neuen Graphite-Host, via Puppet natürlich ziemlich einfach, passe zwei Konfigurationsdateien an und der erweitert den bestehenden Graphite einfach um seinen Speicherplatz und um seine Rechenkapazität. Und rauskommt ein ziemlich genauer Graph, weil es natürlich so ist, dass man das vergleichen muss. Das ist der Graph von gerade. Es ist die gleiche Uhrzeit, es ist der gleiche Host, es ist nur das andere Messsystem. Und das heißt für uns natürlich, dass es sehr, sehr viel genauer. Wir wollen Echtzeit haben oder nahezu Echtzeit haben wir erreicht. Das haben wir vor allen Dingen nicht nur in diesem simplen Fall erreicht, wo die Load des Systems getestet wird, sondern das haben wir in allen Bereichen so. Das heißt, wir haben nahezu Echtzeitinformationen über alles, was bei uns in der Plattform passiert. Wie gestern in dem Vortrag gesagt worden ist,
beim Monitoring 2.0. Wir haben auch einen schönen großen Monitor bei uns im Eingangsbereich hängen, wo genau solche Graphen drauf zu sehen sind. Ist natürlich schön, wenn man weiß, in Echtzeit ist das alles in Ordnung. Oder halt auch nicht. Ja, grundsätzlich ist zu sagen, wir haben agiles Monitoring. Das heißt, wir arbeiten nicht nur agil bei uns, die Entwickler, sondern auch die SysOps können es, also in Teilen jedenfalls. Oder sie können auf jeden Fall die Arbeitsweise adaptieren. Und das haben wir getan. Was für uns halt viel, viel wichtiger ist, wenn wir feststellen, dass ein Wert, den wir bisher nur passiv gemonitort haben, indem wir ihn einfach mit eingesammelt haben, für einen Trend wichtig ist. Oder besser gesagt, wir haben eine Funktion, die wir bisher passiv halt, wir haben die Daten gesammelt. Die Produktentwicklung überlegt sich, sie will diesen Teil der Applikation verändern. Können wir natürlich zum einen auf historische Daten zurückgreifen, weil wir sie einfach haben, und können sie dann nach der Veränderung mit den neuen Daten vergleichen. Das heißt, wir haben viel mehr die Möglichkeit, dadurch, dass wir so viel über unsere Applikation, über unsere Server und über unsere, damit halt unsere User auch einfach wissen und sammeln in aggregierter Art und Weise, haben wir einfach sehr, sehr schöne Möglichkeiten der Auswertung. Gerade weil Graphite halt die Möglichkeit bietet, sehr einfach zurückliegende Messinformationen mit in einen aktuellen Graphen einzubeziehen. Ja. Und wir haben natürlich sehr, sehr viel mehr Messmöglichkeiten, weil jeder, der bei uns arbeitet, jeder, der einen Commit ins SVN oder ins Git macht, kann eine Metrik erzeugen. Das ist auch einer der Punkte. Bei uns führen Teile von Aktionen, die man macht, also zum Beispiel einen Commit, der in die Live-Plattform geht, führt zu einem Messpunkt. Ein Messpunkt, dem die Information anhaftet, wann er ausgeführt worden ist. Das ist ein Event. Außerdem, welche Ticket-ID mit dabei ist, und das Ganze wird in einem Graphen noch mit dargestellt. Das heißt, es gibt einen Graphen, der zeigt die Error-Kurve von unserer Webserver an, und es gibt eine Linie, die einfach eingezeichnet worden ist in dem Moment, wo jemand einen Commit macht. Das heißt, wir wissen genau, wenn die Error-Kurve ansteigt und es findet ein Commit, oder nachdem ein Commit stattgefunden hat, ist der Grund bestimmt der Commit und nichts anderes. Grundsätzlich. Fragen? Also die Frage ist, ob wir es veröffentlichen. Natürlich, weil es ist ja schon zu 95% Open Source. Das Einzige, was wir wirklich gemacht haben, ist, wir haben quasi den Kleber bereitgestellt, um diese verschiedenen Tools miteinander benutzen zu können. Viele haben die Schnittstellen schon einfach parat. Also das heißt, Graphite an sich hat halt etwas, was sich Carbon Agent nennt. Das ist ein Daemon, der auf einem TCP-Port lauscht und Informationen entgegennimmt. Rocksteady bietet schon die Anbindung an eine Queue und das Rausgeben an Informationen an den Graphite. Und StatsD ist schon Open Source. Wir haben halt so ein bisschen Kit drumherum gepackt und unsere Idee ist natürlich Open Source. Also keine Frage. Und wenn, wird es auf GitHub passieren. wir sind aktuell, hatte ich vorhin extra nochmal geguckt, wir sind ungefähr bei 223.000 Metriken, die teilweise wirklich sekündlich, also die jede Minute mindestens einmal aktualisiert werden. Und das ist natürlich viel, viel mehr als die 55, die wir vorher im System hatten, mit den Lücken dabei. Natürlich ist die, einfach dadurch, dass wir die Hardware vertikal skalieren können, haben wir natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten auch an der Stelle. Ja, sonst noch etwas? Ansonsten sage ich schon mal danke. Ich bin auf jeden Fall auch noch ein bisschen hier. Wenn einer einfach mal nicht vor der ganzen Runde fragen will, gar kein Problem. Ansonsten, ich bin via E-Mail, Java, auf GitHub, sonstiges auch anzutreffen und beantworte auch gerne Fragen zu dem Kit, den wir gebaut haben, um das Ganze miteinander zu verbinden. Ich habe übrigens extra ein bisschen schneller gemacht, weil ich mir vorstellen kann, dass die Leute gerne nach Hause wollen. Ja, vielen Dank. Es gibt noch eine kleine...